Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil, dem Remake. In der letzten Episode haben wir schnell aufhören müssen, weil es bei mir in der Tür geklingelt hat. Wir haben mit einer kotzenden Jill aufgehört. Und ja, im Grunde genommen, ich meine, ja, sie ist, eigentlich ist sie ja eine Eliteeinheit der Raccoon City Polizei. Also der STARS steht für Special Tactics and Rescue Squad. Und, oder Service. Ich sage immer Squad, aber ich glaube, es ist Service. Aber sie zeigen die Charaktere hier in dem Spiel doch ein bisschen von der menschlicheren Seite und nicht von der übermenschlichen Superheldenseite. Es gibt Leute, die dann sagen, oh, und wer würde denn da kotzen? Naja, gut, ich meine, sie hat gerade einem Menschen den Kopf zertreten. Dementsprechend kann man das auch noch irgendwo nachvollziehen. Sie hat den Dietrich verwendet. Oh, cool, das erste Mal. Das ist eine sehr interessant aussehende Truppe. Oh. Okay. Chemikalie, okay. Eieieiei. Warte mal, nein, hier sind nämlich auch rote. Oh! Kerosin, na toll, jetzt hätten wir den Kanister dabei haben müssen. Ja, hier müssen wir noch mal hinkommen. Okay. Hier klettert gerade eine Katze hinter mir und bewegt den Greenscreen. Das heißt, da sieht man jetzt ein bisschen was, was. Okay, hier kommen wir später noch mal hin. Merken wir uns. Wir müssen jetzt eh mal gucken, dass wir mal wieder irgendwo ein paar Items ablegen. Es sind jetzt viele Türen offen. Wir haben ein einziges Mal den Schlüssel benutzt und machen schon einen kompletten Part des Hauses. Wir kommen doch. Hier war. Warum ist der weg? Ich habe wieder die Orientierung verloren. Also die Kamerasperspektiven sind schwer zu verarbeiten. Aber da kommen wir doch. Okay, hier waren wir noch nicht. Ich verstehe. Oh, das hier ist ein Hundeflur. Ah, ich wusste es doch. Ist der schneller als ich? Ja, sie sind schneller als ich. Lass mich los! Du dummer Hund! Böser Hund, böser Hund. Okay. Hier werden wir nochmal durch müssen, ne? Die werden wir wohl. Oh, sie haben Schwertschuss. Wenn er jetzt gestanden hätte, sie können die Tür nicht öffnen. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Dann sind wir jetzt wieder in der Halle unten. Gut kombiniert, Columbo. Das heißt, wir können jetzt theoretisch. Barry. Oh, Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Okay. Ich würde tatsächlich ganz gerne zurück zum Safe Room laufen. Bisschen was für unser Inventar tun. Wenn ich den Weg nochmal finde. Das müsste hier lang gewesen sein. Im Idealfall. Das fand ich bei den neueren Spielen ganz gut, dass da auch die Türen entsprechend mit dem Symbol markiert waren. Ging das hier durch? Ging das hier durch? Ging das hier durch? Oder ging das hier durch? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu viel. Aber hier konnten wir auch nicht weitermachen. Okay, wir müssen definitiv zurück in den Safe Room und dann müssen wir nochmal die Treppe nach oben und dann gehen wir mal so rum. Gibt doch noch einige Sachen, die hier zu tun sind. Ja, wir haben ja auch erst angefangen. Hier ging es nicht durch, ne? Andere Seite, genau.
Dann ging das aber hier durch. Auch nicht. Wo ging's lang? Ging's hier durch? Auch nicht. Hä? Und da kommen wir her. Ich verstehe wieder die Welt nicht. Okay, zu. Zu. Hä? Hatte ich die nicht eben schon versucht? Ah nee, und das war der Raum, ne? Ach, ich konnte aber durch den Raum durch und da war noch eine Tür, ne? War das nicht so? Hier. Tada! Kommen wir an dem vorbei? Bitte, bitte, bitte! Okay. Oh. Gut. Gut, dann. Wir haben noch relativ viel Schuss, also lassen wir die mal hier. Stopp. Die verwenden wir. Und dann speichern wir und lassen die Farbbänder auch hier. Oh Gott. Aber es macht Spaß. Bis jetzt muss ich sagen, es ist sehr gut gelungen. Ich weiß, dass einige Storyparts noch auf uns zukommen werden, die im alten Teil nicht dabei gewesen sind. Die Story auch wohl irgendwie ein bisschen ergänzen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich hoffe, dass wir uns da so ein bisschen einlesen können. Und dass wir da halt auch so ein bisschen... Nee, das wollte ich nicht. Dass wir da auch so ein bisschen dann in eine Richtung kommen, um so ein bisschen die Neuigkeiten und die Hintergründe zu verstehen. Wie gesagt, ich bin nicht mehr ganz in der Lore drin. Ich hatte mal sogar das Buch gelesen. Das ist ein richtig dicker Wälzer, wo... Die Tür hat keinen Griff? Die Tür ist verschlossen, Rüstungssymbol. Das ist doch ein Witz jetzt. Scheiße. Oh, eine Tür. Wir können durch eine Tür. Hinter dem ist auch noch eine Tür, habe ich gesehen. Wahrscheinlich müssen wir den auch umbringen. Oh, Kräuter. Ich lasse sie mal stehen, schweren Herzens. Ein leerer Kamin. Ein leerer Kamin. Aber da oben hängt doch eine Map, oder nicht? Ach, da brauchen wir bestimmt das Feuerzeug für. Okay. Jetzt machen wir uns zwar wieder das Inventar voll, aber die zwei kombinieren wir. Tür ist verschlossen, Helmsymbol, okay. Liegt da nicht ein Buch? Und an das Buch kommen wir auch nicht ran, ne? Der finstere Wald scheint endlos. Hier scheint es keine Häuser zu geben. Es ist halt auch so ein bisschen merkwürdig, ne, dass dieses Haus hier vorher so niemandem aufgefallen ist. Groß, vor allen Dingen, wenn man Resident Evil Zero kennt, sind das ja noch zwei davon. Und, ja... Die war zu, ne? Das war Helm. Rüstung, okay. Na dran. Ich überlege den hier. Ah, kann ich irgendwie wiggeln? Ich würde so mal gerne mal so einem den Kopf zerschießen. Geht das? Nee. Aber dann haben wir hier den Weg frei. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Ach, gut. Sie hat keinen Griff. Ich glaube, das war einer der schlimmsten Sätze, den ich je gelesen habe. Aber dann sind wir ja jetzt wieder hier. Ich verstehe. Dann können wir jetzt zumindest schon mal... Ach, hier ist auch noch was. Eine Hundepfeife. Okay. Ein zerknülltes Memo.
Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. Okay. Das Feuerzeug! Ah, wir sind noch gesund. Nee, ich möchte nicht verschwenden. Das ist das Feuerzeug. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Ja, wir laufen jetzt ein bisschen öfter hin und her. Wir haben uns ja jetzt hier so ein bisschen den Weg freigeräumt. Ich glaube, der hier ist... Ah, wieso ist der denn jetzt nicht mehr dodgebar? Okay. Weil eigentlich möchte ich für ihn die, die Muni nicht verschwenden, wenn ich ehrlich sein soll. Weil bisher haben wir hier auch immer einen guten Platz gehabt, um ihn drumherum zu laufen. Okay. So, das bleibt hier. Das bleibt hier. Ich will ein bisschen Ordnung in meinem Inventar haben. Ich weiß nicht, ob wir die Hundepfeife jetzt schon brauchen, ob wir da schon hinkommen. Ich lasse sie mal hier. Das Kraut nehmen wir mit. Dann holen wir uns nämlich jetzt das Feuerzeug und dann gehen wir nämlich in diesen anderen Raum, ob wir da schon was machen können. Natürlich, ich bin ihm voll in die Arme gerannt. Okay. Wir hauen ihm jetzt einfach so viele Dolche in den Schädel, bis der irgendwann aussieht wie so ein Dartbrett. Und wir versuchen unten die Tür jetzt ein bisschen zu vermeiden. Da ich halt... das hier wollten wir auch noch mitnehmen, ne? Was ist das? Ein Holzpasspartout. Okay. Kannst du das mal anschauen? Keine besonderen Merkmale. Kann man das aufklappen? Ein Stück Papier klebt an der Innenseite. Es ist unbeschrieben. Ob das so eine Geheimschrift ist, die man halt auch irgendwie mit dem Feuerzeug sichtbar machen kann, wäre jetzt mal so eine Idee, die mir spontan kommen würde. Haben wir hier eigentlich alles untersucht? Nee, ne? So, nehmen wir. Probieren wir mal, ob wir das... Nee, okay. Hätte ja sein können. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Na gut. Bücher über die Völker der Erde. Dann gehen wir mal gucken, weil es kann sein, dass wir vielleicht da hinten... Im Original war es auch so, dass man da irgendwie mit dem Feuerzeug und dann hat man diese Karte gekriegt und... Gucken wir mal. Hier haben sie sogar kleine Orbs eingefügt. Ist das nicht süß? Okay. Ich bin gespannt. So, ein leerer Kamin. Wenn ich jetzt hier... Die eingeritzten Striche im Relief glühen in der Hitze rot. Okay, das ist ja großartig. Aber machen kann ich damit nichts. Kann ich da das hier benutzen? Tatsache! Okay. Da ist eine Karte vom Villa ersten Obergeschoss mitnehmen, ja. Ja, super. Aber das war ja dann hier drin noch nicht alles in dem Raum, ne? Sie haben die Karte. Okay, wahrscheinlich wegen der Tür. Ein Bild eines halbgebauten Hauses. Es sieht sehr wie dieses hier aus. Vielleicht ist hier in dem Labcode was drin? Ne, es ist kein Labcode, ne? Ist hier... Hier muss doch dann noch was sein. Das kann doch nicht wegen der Tür sein.
Okay. Na gut. Aber wir haben eine Karte. Sehr cool. Und wieder Platz im Inventar. Aber dass das alles so nah beieinander liegt, das wundert mich. Aber wir haben jetzt das Feuerzeug. Und dann würde ich sagen, flemsen wir mal so ein paar von denen ab, die wir bisher schon getötet haben, dass sie uns später nicht mehr auflauern können. Es ist jetzt zwar wieder ein bisschen viel gelaufen. So, das ging nicht. Jetzt. Moment. So. Jetzt so. Meine Güte. Zwischendrin immer mal der Blick auf die Uhr. Aber es sieht noch gut aus, zeittechnisch. Ich will die Episoden, wie gehabt, zwischen 20 und 30 Minuten haben. Damit das für alle einigermaßen angenehm zum Gucken ist und damit es auch angenehm zum Aufnehmen ist. War das hier eigentlich auch Schwert? Die Tür ist verschlossen. Nein, Helm. Damit es angenehm zum Gucken ist, damit angenehm zum Aufnehmen ist. Aber wenn ihr natürlich sagt, ihr hättet gerne längere oder kürzere Folgen, lasst es nicht wissen. Ich richte mich da auch gerne nach euch. Meistens ist es auch eh so, dass ich das dann abbreche, wenn es halt gerade passt. Ne? Also man kann sich nicht immer dran halten, aber 20 bis 30 Minuten ist so der Richtwert. Mal gerade gucken. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Denn auch hier ist es so, dass im Original etwas unter den... Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh, nachladen. Oh, scheiße. Die Wunde mahnt mich wieder fertig. Ich sehe es kommen. Oh, ernsthaft. Scheiße. Na gut. Das unterschätzt man. Dieses ins Handgelenk gebissen werden unterschätzt man tatsächlich. Wie lange ist es her, dass ich gespeichert habe? Ich werde noch ein bisschen rundlaufen müssen, schätze ich mal. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Scheiße. Vielleicht ist es auch einfach besser, wenn man da nur durchläuft. Wobei, ich... Ja, da ist halt was drin. Oh, schwierig. An Angst stirbt man nicht, aber... Das ist natürlich eine krasse Aussage. Es ist wahr, aber es ist ein extrem krasses Gefühl. Okay. Mal gerade gucken, wo wir hier gewesen sind. Also, das ist lange her. Scheiße. Ja, so ist es eben. Ach, die Chemikalie hatten wir aber schon. Moment. Jetzt muss man überlegen. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hoch. Das Passepartout holen, das Dingsbums holen und dann, genau. Und wir müssen den einen... So. Den hier machen wir jetzt platt. Warum treffe ich denn noch nicht? Okay. Jetzt habe ich zwar ein paar Schüsse versemmelt. Aber der ist... Oh, der hier kommt die Treppe hoch. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Okay, dann nehmen wir das. Das Positive daran ist, dass sich die Räume ja auch entsprechend so... Ah, die Hundepfeife, die kriegen wir jetzt auch noch, ne? Ja gut, okay. Das ist ja okay. Wir haben 3 Slots frei. Das ist also vollkommen in Ordnung. Oh! Was haben wir... Oh! Ein Schachbrett. Anscheinend endet das Spiel mit einem Schachmatt. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Hat ja doch manchmal so seine Vorteile, wenn man drauf geht. Ein Schachbrett aus Elfenbein. Anscheinend endet das Spiel mit einem Schachmatt. Okay, warum zeigt man uns das?
Ein offenes Tagebuch, Seiten sind leer. Ich will das Fahrzeug, bitte. Okay. Und dann geht's ab darüber. Und dann kriegen wir ja schon mal wieder einen Platz frei im Inventar. Ich glaube, die Blumen stehen noch hier, ne? Ja, die Blümchen stehen noch. Okay. Dann benutzen. Dann benutzen. Okay, und wir haben die Karte. Perfekt, dann haben wir zumindest das schon mal. Wir werden hier nochmal durch müssen, früher oder später. Dementsprechend lasse ich jetzt die Pflanzen stehen. Ach, es bricht mir das Herz. Es bricht mir wirklich das Herz. Aber wir müssen, es bleibt uns nichts anderes übrig. So. Scheiße, es war dumm. Scheiße, es war echt dumm. Ich wollte eigentlich um ihn rumlaufen. Naja. Puh, dann lassen wir die Pfeife hier. Und dann beenden wir die Episode mal. Ich denke, dann bleiben wir einfach mal hier in dem Raum stehen, beenden die Episode. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. So, das wollten wir mitnehmen. Oh, das Inventar ist zu voll. Es ist einfach zu voll. Ja gut, wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem Resident Evil Remake. Ja, bis dahin. Macht's gut. Und ich sag ciao.